Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. Es ist im Spiel Dienstag 15 Uhr und in der Realität ist es Nikolaus 14 Uhr. Na, tolle Wurst. So verbringe ich meinen Nikolaustag, Leute. In einem virtuellen Café. Zwei Biotoiletten soll ich platzieren. Okay, why? Möbelspiele, Lampenbilder, Toilette. Wieso habe ich nur Bio-Klos? Na super, tolle Wurst. Was ist das für ein Café? Leute, jetzt mal ehrlich. In so ein Café, ne? Ich meine, schlechte Startguthaben hin oder her. Aber Biotoiletten? Naja. Eröffnen Sie das Geschäft und bedienen Sie 5 Kunden. Okay. Sie haben ein Lokal eröffnet. Okay. Schließen, dann können wir alles tun, was wir brauchen. Oh, guck mal, da kommen schon die ersten Gäste. Hallo, guten Tag. Nein, Moment, das ist kein Rattennetz. Alles ist gut. Alles ist gut. Keine Ratten hier. Warum kommt da eine Köchin? Ach, die kommt zur Arbeit. Nee, hä? Was will die hier? Lass mal das Zeug hier wegmachen. Hi, Elch. Ein Elch im Café? Okay. Schönen guten Tag. Was kann ich denn für Sie tun? Zeig fertige Bestellungen. Pasta Carbonara. Wie Sie Küchenarbeitsplatten und Arbeiter haben. Okay, in Ihrer Einrichtung befindet sich ein grüner Mülleimer. Manchmal werfen Besucher da mit mir, okay. Ein Fußabdruck. Machst du schon Essen? Schier. Ja, jetzt, was ist hier los? Warum macht die nichts zu essen? Koche! Muss ich irgendwas aus der Kühlkammer holen? Nee. Die macht nichts. Koch doch! Warum kocht die nicht? Fasthut, Nudeln, Salate, Nachtisch, Pasta. Mach das. Suppen. Pasta Carbonara. Okay, verstehe. Und der will Lasagne, das muss ich jetzt selber machen, oder was? Okay, dauert noch einen Moment, entschuldigen Sie bitte. Ding, Essen ist fertig. Ich bring kurz die Pasta Carbonara. So, bitteschön. Es ist voll dunkel hier drin, oder? Lasagne. Gehört das... Wozu gehört Lasagne? Hä? Ist für mich doch so eine Art Fastfood, oder? Nudeln, Suppen, Sushi, Salate, Pizza, sonstiges. Lasagne. Okay, die gehen alle nach Hause. ich bin noch. Das ist noch alles. Oh Gott. Zurzeit habe ich nur 2 Sterne. Die macht gerade die Lasagne ready. Alles
Fester, was macht er denn da schon wieder? So. Ah, sieht aber lecker aus, ne? Da haben wir eine neue Bestellung. Was gibt's denn da? Noch eine Lasagne. Weiß ich jetzt, wo das ist. Bei Sonstiges. Nehmen Sie bitte Platz. Naja, Licht haben wir nicht so viel. Die Decke ist jetzt auch noch nicht ganz fertig geworden, ne? Aber jetzt gerade... Juhu, Katze. Wie, es gibt keinen Platz. Der kann sich doch da, sind doch noch genug Tische. Bitte schön, die Lasagne. Bewertung steigt langsam. Wir könnten mal... Verwaltung, Werkzeug, Geschäft, Lebensmittel, Rechnung, Verwaltung, Tapete. Wo war denn? Ach, da. Mach mal den Mülleimer leer. Wie sieht der Mülleimer aus? Mülleimer ist voll. Schönen guten Tag. Truthahn. Ist das bei... Sushi-Nudeln-Salate... Truthahn. Dann nehmen Sie mal Platz. Ich räume noch mal einen Müll ab hier. Oh nein! Naturkatastrophen, Tornados! Was? Na toll! Fast Food? Ach so, Pizza. Pizza Pepperoni. Entschuldigung. Oh Mann, ey. So, Sie haben Ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie sind wieder arbeiten. Wir haben Ihnen bereits $200. Okay, machen Sie weiter so. Aber so. Achso, schließe die Niederlassung. Naja, es ist 23 Uhr. Wenn die jetzt weg sind, könnten wir ja eigentlich mal Feierabend machen, ne? Ich würde gerne noch einen neuen Tisch einsetzen hier vielleicht. Obwohl, da kommt noch jemand. Wir wollen ja auch irgendwie Geld verdienen. Pizza Pepperoni. Was? Wenn Sie keine guten... Sie könnten Ihrem Geschäft schaden. Ich hab dem vorhin Geld gegeben, was soll denn das? Was geht denn bei dir? Junge, was ist los? Ich hab dem vorhin 80 Mücken gegeben oder so. Was macht der für einen Aufstand jetzt? Pasta Carbonara, Pasta Carbonara. Alter, was ein Sack, Alter. Ja, richtiger Sack. Es regnet seit 3 Tagen durchgehend.
Ich versuche es so ordentlich wie möglich zu halten, aber... Naja. Zeige fertig. Take. Wer kriegt die Pizza? Na. Liegt Geld auf dem Tisch. Ist meins. Ah, jetzt der Mülleimer voll. So. Wir sind erstmal closed und bin ich jetzt open oder closed? Wo sehe ich das? Ja, Katzi, alles gut. Den Rechen. Spiel gespeichert, okay. Das war aber jetzt mies von dem Obdachlosen. Ich meine, ich habe ihm doch Geld gegeben. $80. Davon kann man eigentlich eine Woche leben. Aber da sieht man es wieder hier, ne? In dem Business, man schläft einfach nicht. So, jetzt aber. Möbel, Küche, Spezial, Möbel. Ah, so ein klassischer, aber wir machen erstmal hier den Billo-Tisch, oder? Machen erstmal hier den Billo-Tisch. So, das reicht auch. 4 Tische, hä? Müllensäure, mein Restaurant, Menü, Lebensmittelgeschäft. Woran sehe ich denn, was ich noch brauche? Weiß es nicht so genau. Keine Ahnung. Aber unsere Restaurantbewertung steigt. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal auf das hier. Decke. Swords. Ich finde, es gehört irgendwie ein bisschen dazu, das hier noch fertig zu machen. Katze. Ich hoffe, die Leute wissen das zu schätzen, meine Investitionen. Ein paar Lampen mehr wären nicht schlecht, ne? Haben wir natürlich aber auch höhere Stromkosten. Also gerade hier im Wartebereich. Ja, doch hier wieder irgendwas. Was ist das denn? Kakerlaks. Das ist ein Kakerlaks. Wie kriege ich Kakerlaks weg? Keine Ahnung. Mob? Ich den Kakerlaken weg. Ja. So, ihr Schaben. Einfach hier Schaben in der Küche gehabt, ey. Und da ist schon wieder eine Ratte. Stehen bleiben. Stehen bleiben.
Bleib stehen! Warte! Komm her jetzt! Ich krieg die Ratte nicht. So. Okay, 6 Uhr morgens. Ich würde sagen, wir machen wieder auf. Es sind halt noch 5 Pfützen da, aber das ist jetzt schon ein bisschen arschig, dass die einfach nicht weggehen. Hallo, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Eine Pizza Pepperoni? Machen wir doch gerne. Dann nehmen Sie doch schon mal Platz. Was ist hier eine 12? Das ist aber hochgestochen für 4 Tische. So. Ja, ich habe vergessen, Lampen aufzuhängen. Naja. Pizza Pepperoni, Pizza, Pizza Pepperoni, Paparapparoni. Alter, was ist er hier? Truthahn. So. Wann das da? Warum machst du hier Fußabdrücke in meinen Laden? Jetzt mit dem Mülleimer aus. 17%, ist okay. 3 Wasserflecken sind draußen. Was möchte der? Pasta Carbonara. Machen wir fertig. Nehmen das hier mit. Was Truthahn, ne? So. Und wie sieht's aus? Kann ich Ihnen irgendwas Gutes tun? Ist da einer schon wieder gegangen? Und hat Geld einen Dollar? Ist der Dollar dann das Trinkgeld oder? Oh, und telefonieren die denn eigentlich alle? Lasagne. Oh, guck mal, jetzt kommen so Geräusche, es wird lebendig hier, hä? Kann halt gegen die Pfützen draußen nichts machen. Mehr Küchentische und mehr Mitarbeiter. Naja, für 5 Gäste hier im Schnitt oder was, brauche ich jetzt ja nicht unbedingt schon eine noch größere Investition, ne? Pizza Pepperoni nehmen wir mit auf. Hier ist eine Lasagne unterwegs. Für den Herren, bitteschön. Tisch sauber machen, hier ist nix. Pizza ist in Arbeit. Was? Unbezahlte Rechnungen. Sie haben unbezahlte Rechnungen, bezahlen Sie pünktlich. Oh no, unbezahlte Rechnungen, ey. Sowas will keiner. Nudeln, Carbonara. Nehmen wir an. Nehmen wir das. So, da ist Pizza. Wer kriegt denn jetzt die Pizza? Ich habe eine Pizza in der Hand. Hier, Moment. Bitteschön. So. Du kriegst Carbonara. Du musst leider noch warten. Das dauert nämlich alles ein bisschen. Ach Mann, ist das viel hin und her, hä? Und jetzt ist noch gar nicht richtig was los. Wartet mal ab, wenn hier richtig die Party on ist. Bestellung. Der will Pizza Margarita, Pizza Margarita, Pizza Margarita machen wir.
Fertige Bestellungen, nehmen wir das mal an hier. Pizza Margarita, Pizza, Pizza, Pasta, Carbonara, Carbonara. So. Was ist da los? Da ist irgendwie die Feuerwehr? Ist hier ein Brand? Pizza Margarita. So, der Herr kriegt eine Margret. Bitte schön, eine Margret für Sie. Guten Tag, meine Miss Inspector Lewis. Werde regelmäßig vorbeikommen, um Brandschutz zu überprüfen, denn die Sicherheit Ihrer Besucher. Unsere Regeln besagen, dass Sie mindestens 3 funktionierende Rauchmelder für jeden mittelgroßen Raum haben müssen. Überprüfen Sie die Rauchmesser regelmäßig, um eine Panne zu erkennen und ersetzen Ihre. Das Ergebnis 5 von 5. Okay, kein Bußgeld. Pasta Carbonara, nehmen wir an. Fertige Bestellung. Margarita. Margarita, bitteschön. Ah, jetzt kommt Leben in die Bude, geil. Haben wir schon ein bisschen Geld verdient. Hier, Müll ist bei 50%, kann weg. Moppen. Ein bisschen was moppen können wir. Es regnet durchgehend hier. Was ist das für ein Land? Was zur Hölle geht hier ab? Pasta Carbonara. Wieso kann ich die nicht nehmen? Ich will Pasta Carbonara. Nudeln. Pasta Carbonara, bitte. Hier ist noch eine. Oh, unsere Carbonara spricht sich rum, hä? Scheint eine gute zu sein hier. So. Ja, hinterlasst nur alle euren Dreck. Was ist los, Katze? Okay, wir werden besser. Wir werden besser. Die Wartezeit ist natürlich immer so ein Problem. Was möchte die denn? Lasagne können wir machen. Hier wird ausgeliefert. Carbonara. Ich höre Kinder, aber ich sehe keine. Puh, sportlicher Mann. So, dann mach mal ready. Ping. Was haben wir da? Noch eine Lasagne. Plop. Dann einmal bitte an den Tisch. Lasagne für die Frau. Ich hoffe, es schmeckt. Warum rennt er denn weg? Ich will eigentlich gar nicht, dass er wegrennt. Ich wollte ihm eigentlich gern Hallo sagen, aber naja. Der will auch noch eine Lasagne. Dann gibt's auch für dich eine Lasagne. So, die 20 Kunden machen wir noch, oder? So, als nächste. Obwohl, warte mal. Verwaltung. Zahle den Headhunter. Ich werde mal Amy anstellen. Oh, warte, Mist. Jetzt bin ich hier mit dem Rhythmus durcheinander gekommen. Hier, nimm die Lasagne, schnell. Die wird sehr ungeduldig, die Dame. Truthahn. Wie kann ich denn eine Kassiererin anstellen jetzt hier? Gar nicht. Hm. Wahrscheinlich erst, wenn das Café wieder geschlossen ist, hä?
Pizza Margherita. Einmal bitte an den Tisch. Das wird ja ein Chaos, das sage ich euch jetzt schon. Jetzt wirkt es noch relativ entspannt, aber wir wissen alle, wie sowas endet. Wir wissen es alle. Wie viele Leute hier stehen und ey, sag mal, arbeitet ihr nicht alle selber in einem Restaurant? Pasta Carbonara. Nehmen. Boah, und draußen auch noch alles fertig machen, hä? Sammelt sich ganz schön was an Pfützen draußen? Oh Mann. Den Laub. Guck mal, es ist direkt wieder eine Pfütze da. Es ist direkt wieder eine Pfütze da. Truthahn. Mach mal schnell einen Truthahn fertig. Carbonara ist für die Dame. Bitteschön. So, wir sind im extrem grünen Bereich. Die Leute freuen sich, die Kunden sind am Start. Truthahn ist ready. Dann gibt es noch einen Truthahn. So, warte mal. Wenn ich jetzt schließe, ja, dann gehen die nach Hause, okay? Machen wir noch die Aufträge eben, weil dann kann ich mal eben hier. So, ja. Öffnen Sie Ihr Tablet und prüfen Sie Ihre Mails. Ich will erstmal noch. So. Hallo, ich habe eine Kasse. Meine Frau und ich planen eine Eröffnung des gemütlichen Cafés am Stadtrand, wissen aber nicht, wo wir anfangen sollen. Wir brauchen Ihre Hilfe, um den ganzen Müll zu entsorgen. Können Sie uns helfen? Wir werden Sie gut bezahlen. 4.000! Ja, das machen wir doch mal, oder? Leute! Ein neuer Montag! Und, ja, wir helfen anderen Leuten in ihrem Restaurant und schauen mal, was bei ihrem Café so abgeht. Vielleicht kaufen wir das eines Tages auf und dann wird es uns gehören. Wer weiß das schon so genau. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao. Mit au.